Oh, guckt euch das an. Unterkunft, die wir hier gefunden haben, ist wirklich schick. Vor 2 Jahren gebaut. Nicht hochwertig gebaut, aber sehr schick. Man konnte es nicht online buchen so richtig, aber Ivana, die Frau, die Besitzerfamilie, kam dann an, konnte Englisch sprechen. Dann haben wir uns mit ihr unterhalten und konnten für 50 Euro 2 Personen eine Nacht mit Frühstück, was für hiesige Verhältnisse schon teuer ist. Aber es gab nicht so viele Optionen hier. Übernachten. Es war teurer, weil es für eine Nacht war. Nur. Wobei die anderen waren auch für eine Nacht und günstiger. Aber wir sind Deutsche. Ja. Deshalb war es teurer vielleicht. Aber auf jeden Fall war es schick. Es sind 2-Zimmer-Apartment sozusagen. Ein Schlafzimmer mit 6 Schlafmöglichkeiten. Wir haben nur 2 gebraucht. Ein großer Aufenthaltsraum. Wir zeigen euch das hier im Video gerade. Und ansonsten alles vorhanden, was man braucht. Ja, schlafen konnte man gut, die Betten waren bequem, aber die Hunde haben gebellt die ganze Nacht. Hier gibt es 2 Hunde, einer ist noch sehr jung und der ist angebunden, war über Nacht auch angebunden, unten am Fluss, über Nacht, und der hat die ganze Zeit geschrien. Und der andere Hund hat gebellt. Und da war man schon ab und zu wach davon. Am Morgen hat es sich gezeigt, dass das Frühstück im Dorf serviert wird. Ich habe zuerst einen Kampf mit Jens ausgefochten, der unbedingt darauf bestanden hat, mit dem Auto ins Dorf zu fahren. Hier gibt es das Frühstück. Dieser Ort dient als Dorfladen und als Restaurant zugleich. Alles serviert von einem Dorfbewohner mit einem eher sporadisch ausgestatteten Gebiss. Er war fast die ganze Zeit bei uns und wir wollten nicht unhöflich sein und ihm ins Gesicht filmen. Deswegen gibt es nur diese kurze Aufnahme. Das Frühstück bestand einfach aus solchen Börek-ähnlichen Gebäckstücken mit Käse drin und aus Buttermilch. Den Saft haben wir selbst mitgebracht. Das Gebäck wurde von dem Mann vorher in dem Backofen warm gemacht. Und das, was ihr hier hinter mir seht, während ich Joannas Buttermilch trinke, sind Artikel, die man hier kaufen kann. Das Frühstück passt hier zum Dorf. Es ist wirklich urig und für diese urige Sache geben wir 5 Sterne. Nach dem Frühstück gehen wir weiter. Das einzige Zeichen, was darauf hinweist, dass wir uns in einer Touristenattraktion befinden, ist eine Tafel auf dem Laden mit einer Babuschka drauf. Man kann darauf erfahren, dass das Dorf Toplido wegen seiner Isolation vom Rest der Welt eine eigene Sprache entwickelt hat. Sie ist angeblich sehr fröhlich, malerisch und voller Metaphern. Die Tafel sagt auch so etwas, dass es vor dem neu renovierten Geschäft in Toplido ca. 1975 aufgehängt wurde. Wenn man sich die Backöfen drin anschaut, glaubt man das gern. Schon auf dem Weg vom Hotel zum Dorf schloss sich uns eine Hündin an und anscheinend hat sie sich entschieden, auch weiter mit uns zu gehen. Der Besitzer war nirgendwo zu sehen, aber wahrscheinlich wird man hier nicht gleich nervös, wenn ein Hund auf eine Entdeckungstour geht. Was soll hier schließlich passieren?
Der Spaziergang durch das Dorf ist fantastisch. Man fühlt sich wie ein Zeitreisender. So viel Natur auf einmal gibt es in unserem Teil Europas nur noch selten. Hier wächst wieder Salbei, Nelken, Minze, Oregano und eine Menge andere Kräuter, die wir nur noch aus den Blumentöpfen kennen. Die Vielfalt der Arten ist atemberaubend und ich fühle mich wie in einem Traum. Und schaut euch mal diese Segelfalter an. Ich weiß, sie sitzen auf einem Pferdeapfel, was den Eindruck ein wenig verdirbt. Aber schaut sie euch mal an. Bei uns sind sie bereits fast ausgestorben. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Weg sehr lange in meiner Erinnerung behalten werde. Sogar Jens marschiert munter, beschwert sich nicht, dass er laufen muss und behandelt den Hund, als ob das unserer wäre. Nach einem langen Spaziergang kommen wir an eine Stelle an, die man hier Wasserrutsche nennt. Es ist wundervoll hier und überall gibt es Schmetterlinge, die man bei uns schon überhaupt nicht mehr sieht. Jens ist der Erste, der seine Schuhe auszieht und sich ins Wasser traut. Das Wasser hat gefühlt 0 Grad und nach ein paar Sekunden tun die Füße voll weh. Boah, es ist einfach saukalt. Komm rein, ja. Einmal durch. Meine Füße sind weh. Komm mit dir einmal durch. Schön warm? Jetzt ja, aber das tut weh, das tut voll weh, wenn man da länger als 5 Sekunden ist. Ich mag sie nicht.
Unsere neue vierbeinige Freundin ist definitiv eigenartig. Der normale Weg ist meistens viel zu langweilig. Man muss ihn sich maximal verkomplizieren. Zweimal weg ist wieder Matheur. Und nun? Sie begleitet uns auch zurück und schaut ab und zu, ob wir noch da sind. Der Esel, der aus dem Fenster schaut, ist eine der coolsten Dinge, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Die Hündin begleitet uns bis zur Unterkunft. Dann erholt sie sich kurz und kehrt zurück zu ihrem Haus, das anscheinend auf dem Weg zum Hotel liegt. Vielen Dank für den Spaziergang. Und dann verlassen wir Toplido, was mich ein wenig traurig macht. Irgendwie habe ich mich in diesem Ort verliebt und hoffe stark, ihn irgendwann nochmal zu sehen. Und dabei natürlich auch die anderen Wasserfälle. Es geht zurück und irgendwie erscheint dieser Weg deutlich kürzer als der Weg hinzu. Hinzu wussten wir nicht, was uns erwartet. Und hinter jeder Kurve ging es weiter und weiter und es war grün und eng. Jetzt scheint es gar kein Problem zu sein. Und die Dorfbewohner fahren ja vermutlich auch hin und wieder. Wir machen sogar eine kleine Pause unterwegs, um uns das Wasser anzusehen, das gefühlt hier aus jeder Felsspalte kommt. Es ist wirklich schön. Ich habe mich davon geschlichen und ein Stückchen nach oben geklettert, um den kleinen Wasserfall aus der Nähe zu sehen, der sich hinter dem Felsen versteckt hat. Doch mich mit kurzem Ärmel durch diese Brennnessel zu kämpfen, hatte ich doch keine Lust.
Danach dauerte die Reise ca. 1,5 Stunden. Wir bleiben in Stara Planina, denn diese Gegend hat unglaublich viel zu bieten. Und wir schaffen sogar, halbwegs den Weg zu finden. Trotz Google, trotz Navi. So you're in a hurry. Well, you better calm down. We're all friends around you. Just join the fun. Cause if you're in a hurry, you're missing the point. Should enjoy the fruits of life instead of chasing. An den Savoysko-See an. Interessant ist, dass der 17 Kilometer lange See nur ca. 60 Jahre alt ist und halb natürlich und halb künstlich. Er wurde durch natürliche Erosion gebildet, die durch Abrutschen der Erde einen natürlichen Damm erschuf und den Fluss blockierte. Dabei wurde das Dorf Savoy überflutet. Man hat den See nach diesem Dorf benannt. Die Bewohner wurden in eine Siedlung in der Nähe umgesiedelt, die den Namen Novi Savoy, also Neuer Savoy, erhielt. Der Damm wurde am unterbrochenen Flusslauf verbessert, sodass daraus ein echter See wurde. Wir sind hier, um noch ein abgelegenes kleines Dorf zu besuchen, nämlich Gostusa. Es liegt nicht weit von dem See. Ein Auto sollte entweder richtig sauber sein, glänzen und steht in der Einfahrt. Oder es sieht so hier aus, dreckig und man weiß, dass es genutzt wurde. Es lohnt sich hier gar nicht, das Auto sauber zu machen. Es würde in ein paar Stunden wieder so aussehen. Gostusa ist besonders, weil die Häuser hier ohne Mörtel oder andere Bindemittel gebaut wurden, sondern mit einer speziellen Technik. Das bedeutet, dass die Grundmaterialien keine Ziegel, sondern Steinplatten sind. Alle Gebäude bestehen, vom Fundament bis zu ihren Dächern, hauptsächlich aus Stein. So ein Haus zu bauen ist gar nicht einfach. Und schon gar nicht ein Haus, das dann hunderte Jahre steht. Die Räume zwischen den Steinen sind abgedichtet mit Lehm, Schlamm und was man so in der Gegend gefunden hat. Auch hier ist alles voll Schmetterlinge, die sich auf dem noch feuchten Boden sammeln, um zu trinken. Manchmal, wenn man geht, steigen ganze Schmetterlingsschwärme in die Luft auf. Und das ist einfach magisch. Gostusa ist ein geschütztes Kulturdenkmal und trotzdem kaum bekannt. Vor ursprünglich 1500 Bewohnern leben hier nur noch 100. Jens im kühlen Auto gelassen und ich erkunde hier jetzt einen Weg, der zu irgendeinem Plateau angeblich führt. Hier gibt es sogar ein Haus. Also ich laufe die ganze Zeit berghoch. Der Weg ist die Höhle. Und ich glaube, langsam muss ich leider zurück. Also so schnell kann man das Plateau nicht erreichen. Aber ich zeige euch gleich, was für einen wunderbaren Blick es hier gibt. Na gut, ich kehre zurück, wenn auch ungern. Musik.
dachte, dass ich zurück muss, weil sich Jens Sorgen machen wird. Aber wie es scheint, hätte ich noch ruhig weiterlaufen können. Denn als ich zurückgekommen bin, hat er geschlummert wie ein Baby und wusste gar nicht, was um ihn passiert. Ich hatte aber keine Gnade und habe ihn überredet, noch ein bisschen zu laufen. Über den Fluss und ein Stückchen in die Berge. Bei 32 Grad im Schatten war das nicht einfach, ihn zu überreden. Einmal was zu trinken mit? Ja. Als er keine Argumente mehr hatte, ist er schließlich mitgekommen. Es ist wirklich höllisch heiß und noch ein wenig steinig und berghoch. Jens scheint eine neue Strategie anzuwenden. Er läuft einfach schnell, um es so zügig wie möglich hinter sich zu bringen. Aber es hat sich gelohnt, weil wir noch eine Wasserrutsche gefunden haben. Im Nacken ist es gut. Hä? Im Nacken ist es gut. Wir waren sehr froh darüber, diesen kalten Bach vorzufinden. Erst waren die Hände im Wasser, dann die Arme. Und schließlich haben wir uns von oben bis unten nass gemacht, um die Hitze zu ertragen und uns auf den Rückweg vorzubereiten. Ja, ich sehe ihn. Ich habe mich gefreut, dass ich Jens zu diesem Ausflug überreden konnte. Und wie es scheint, fand er es am Ende wohl doch nicht so schlimm. Wäre cool. Sag, wäre cool. Es war cool, aber ich fände es irgendwie besser mit 10 Grad weniger Außentemperatur. Und damit Innentemperatur auch. Immer wenn man ins Auto kommt, ist wie so ein Backofen. Dabei war es ja draußen schon heiß, nicht kalt, heiß. Es ist schon nach 15 Uhr und wir haben langsam wirklich Hunger. Doch wo findet man denn hier ein Restaurant? Wir fahren und fahren noch anderthalb Stunden und finden nichts. Endlich findet Google ein einziges Restaurant in der Nähe, am Ende eines kleinen Dorfes. Wir versuchen es also. Wir mussten lange warten, doch dann kam der Kellner schließlich zu uns und war gerade noch nüchtern genug, um uns zu bedienen. Das nennt man verantwortliches Trinken. Offenbar hat der Alkohol auch geholfen, seine Zunge zu lockern, denn sein Englisch war ziemlich gut, was uns beeindruckt hat. Während wir warten, planen wir die Route für die nächsten Stunden. Guys, this is Sobsk, this is Otsk. Okay? You got thank you. Salt, pepper. Yeah. Thank you. Okay. Enjoy. Now it's gonna come me. Unser letztes Ziel ist nicht weit entfernt. Natürlich muss es erstmal gefunden werden. Es wurde sogar ein kleines bisschen ausgeschildert. Die Sonne ist immer noch da, es ist immer noch schön warm und die Grillen geben ein erstaunlich lautes Konzert. Macht dir Natur auch Freude? Meistens. Wenn die Nase nicht juckt oder ich niesen muss, davon schon. Der Weg hier war wirklich herausfordernd. Man hat sämtliche Schikanen aufgebaut, um es uns nicht leicht zu machen. Und das komische Laufen hier, auch nur weil es A schräg ist und B in der Mitte wahnsinnig matschig.
Doch wie ihr gleich seht, der Weg hat sich gelohnt. Und dann sehen wir es. Canyon Rosomaca, Millionen Jahre alte Felsenformation, die mehrere Namen hat und auch serbisches Colorado genannt wird. Sie besteht aus Schichten, die vom Fluss Rosomac geschaffen wurden. Die Höhe der Schlucht erreicht 70 Meter und sie ist nur ca. 5 Meter breit. Natürlich ist das Wasser hier gerade besonders hoch und unruhig, aber normalerweise kann man den Canyon im Sommer problemlos überqueren oder auch reingehen und ihn ein wenig erkunden, da der Fluss nicht tief ist. Jetzt sieht es ziemlich gefährlich aus. Joanna läuft irgendwo 20 Meter hinter mir und trödelt und genießt die Natur. Wollt ihr sie mal sehen? Da hinten, ganz hinten. Nee, das ist die Szene, wo wir laufen. Mhm. Aber von vorn. Guck einfach an der Kamera vorbei nach vorn. Wir vertonen das dann mit Musik. Gut. War nass. Auf dem Rückweg machen wir noch einen Stopp und fahren durch ein kleines Dorf Krzysztofci. Ein kleiner Junge hat uns gewarnt, dass man die Brücke hier mit dem Auto lieber nicht überqueren sollte, weshalb wir uns dann entschieden haben, zu Fuß das Dorf zu erkunden. Obwohl wir kaum Menschen hier sehen, haben wir den Eindruck, beobachtet zu werden. Wie es sich zeigt, kommen die Bewohner hier trotzdem klar mit ihren Autos. So schlimm wäre es also nicht gewesen, über die Brücke zu fahren. Ich gucke. Sieht gut aus, wir sind auf dem richtigen Weg. Was mich erstaunt, kann man so sagen, es erstaunt mich. Hast du eine Mücke geschluckt? Spinnweben. Auf jeden Fall, ich staune, weil keine Mücke hat mich noch gebissen. Irgendwie gibt es keine Mücken hier, obwohl es so viel Wasser gibt. Oder? Hat dich eine gebissen? Gestochen? Ist aus dem Berg oder ist es nicht aus dem Berg? Ich denke, es ist aus dem Berg. Wichtig,
Das ist der Moment, wo ich um die Kurve komme. Ich muss Johanna sagen, es hat sich gelohnt. Und ihr müsst das Video bitte liken, damit wir wissen, dass es sich gelohnt hat. Oh, guckt euch das an. Mitten im Berg, Fels. Was Jens so authentisch begeistert hat, ist eine Kapelle des heiligen Petrus und Paulus aus dem 13. Jahrhundert. Die Kapelle wurde in einer Grotte im Felsen platziert und gehauen, wahrscheinlich von Eremiten, die hier mal lebten. In dieser Kapelle befindet sich ein einzigartiges Fresko, das einen kahlköpfigen Jesus darstellt. Und jetzt kommt das Beste. Nee, nicht. Warum nein, nicht? Weil alle das hören im Dorf und überall. Lass es. Ich habe noch nie Glocken geläutet. Das ganze Dorf kommt hierher dann. Okay. Sind wir schon zu zehnt dann? Also ich hoffe, ihr habt geliked. Hey, ist doch cool. Ist cool. Das war unser letztes Abenteuer an diesem erlebnisreichen Tag. Wir genießen noch den Spaziergang zurück zum Auto. Drei Kerle mit ihren schmutzigen Händen haben da in dem Käse rumgepanscht. Oder in Milch. Oder in Milch. Wird sicherlich hygienisch einwandfrei hergestellt an der Ecke. Landet dann bei irgendeinem Gast hier auf dem Frühstückstisch. Ich weiß sogar in welchem. Wir nutzen noch die letzten Stunden Licht, um nach Nisch zu fahren. Und dort suchen wir spontan nach einem Hotel. Was haben wir heute? Mittwoch. Okay, zeig nochmal. Was soll ich noch zeigen? Kann es sein, dass es 40 kostet, weil es jetzt für ein Mobilgerät nutze oder so. Keine Ahnung, aber ein Doppelzimmer mit eigenem Bad ist alles, was man so braucht, angeblich. Na gut, das kann auch Last Minute sein, weil sie ihre freien Zimmer loswerden müssen. Na gut. Der Portier ist offenbar wirklich nur Portier und passt auf das ganze Hotel auf. Für mehr Informationen musste er erstmal seine Chefin anrufen. Letztlich haben wir es geschafft und gehen die Treppen nach oben und suchen unser Zimmer. Auch der dunkle Korridor, der völlig unbeleuchtet ist, hält uns nicht davon ab, die richtige Tür zu finden. Et voilà. Auf den Fotos vom Hotel sah alles super aus. Leider zeigt es sich, dass dem Zimmer etwas fehlt, nämlich ein Fenster. Wir sehen zwar auf den ersten Blick kein Fenster, doch da oben gibt es eins. Und wenn man einfach 3,50 Meter groß wäre, würde man es vermutlich auch aufbekommen. Es gab keine Decken auf dem Bett, sondern so riesige Handtücher, mit denen man sich zudecken kann. Ziemlich ungemütlich, aber ja, so ist es. Die Decken gibt es. Die haben wir hier im Schrank gefunden. Da es hier sehr warm ist und stickig ohne Fenster, die Klimaanlage zwar läuft, ein bisschen kühle Luft pustet, aber man merkt keinen großen Unterschied, vermuten wir, dass wir eher unter diesem komischen Handtuch vielleicht schlafen werden. Hier gab es einen Wasserkocher, aber keine Steckdose, um diesen Wasserkocher anzuschließen. Deswegen koche ich Wasser jetzt auf dem Boden.
Und Ablagefläche fehlt auch. Also habe ich eine Schublade hier rausgezogen und habe meine Sachen jetzt hier drauf. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann nutzt diese Chance jetzt. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken und ein Like zu hinterlassen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie wir im nächsten Teil Novi Sad entdecken. Tschüss sagen Jens und Joanna.